Herzlich willkommen zur Asklepios Informationssendung. Das Herz pumpt das Blut durch unseren Körper und versorgt es auf diese Art und Weise mit Nährstoffen. Es schlägt ungefähr 60 bis 80 Mal pro Minute. Es kann aber auch zu Herzrhythmusstörungen kommen und eine der häufigsten ist das sogenannte Vorhofflimmern. Und dieses kann ernste Folgen haben. Bei mir ist heute Dr. Thorsten Hanke. Er ist leitender Oberarzt der Herzchirurgie am Asklepios Klinikum Harburg. Schön, dass Sie da sind, Herr Dr. Hanke. Guten Tag, grüß Sie. Sagen Sie uns, was genau ist das Vorhofflimmern? Das Vorhofflimmern ist eine Herzrhythmusstörung, bei der die Vorhöfe, es gibt zwei Vorhöfe am Herzen und zwei Herzkammern, nicht mehr gleichzeitig mit den Herzkammern schlagen. Die Muskulatur der Vorhöfe flimmert mit einer Frequenz von mehr als 350 Schlägen pro Minute. Und es werden von diesen 350 Schlägen nur einige übergeleitet, aber unregelmäßig. Können Sie uns das an dem Modell zeigen, nochmal, wie das Blut da eigentlich durch das Herz durchfließt? Gerne. Und das, wo die Vorhöfe sind? Blut kommt aus dem Körper in den rechten Vorhof, das ist hier das blau gezeichnete. Dann fließt es durch die Tricuspidalklappe in die rechte Herzkammer, den rechten Ventrikel. Von hier aus durch die Lungenschlagader in die Lungen. Dort wird es mit Sauerstoff angereichert. Und dann fließt es hier in den linken Vorhof. Sauerstoff angereichert, in die linke Herzkammer und dann hier in die große Hauptschlagader. Aha, und das Herz, da wo das Blut zuerst ankommt, also im Vorhof, da passiert irgendwie etwas, dass man da nicht mehr so einen richtigen Impuls bekommt, der 60 bis 80 Schläge Richtig. Pro Minute auslösen. Der normale Impulsgeber sitzt hier im rechten Vorhof. Vereinfacht nehmen wir das mal die Zündkerze des Herzens. Die Originalzündkerze des Herzens liegt hier und taktet normal zwischen 60 bis 100 Schlägen pro Minute. Ja. Beim Vorhofflimmern verliert diese Zündkerze ihre Hauptfunktion und es entstehen neue Zündkerzen im linken Vorhof. Und die feuern so häufig und schnell und unregelmäßig, dass diese Zündkerzen die Kontrolle übernehmen und die Vorhöfe flimmern lassen. Damit der Patient aber nicht stirbt oder wir Menschen, denn wenn wir 350 Schläge pro Minute auf unsere Herzkammern übergeben würden, dann wäre das mit dem Leben nicht vereinbar. Das Herz wird dann nicht mehr leer gepumpt bei dieser Frequenz. Da gibt es einen kleinen Regler, den sogenannten AV-Knoten. Und der lässt von diesen 350 Schlägen immer nur einige durch, jeden dritten ungefähr. So dass wir dann beim Vorhofflimmern einen unregelmäßigen Puls mit einer Frequenz von ca. 80 bis 110 haben. Was ja erstmal dann schon reduziert klingt, also nicht mehr ganz so schlimm. Und trotzdem, das Vorhofflimmern kann ja ernste Konsequenzen haben. Also dieser hohe Takt in den Vorhöfen. Warum denn? Das Flimmern, wenn ich das kurz zeigen darf, das Flimmern bedeutet halt so der Muskulatur und nicht der Sinusrhythmus, bei dem bei jedem Schlag die Vorhöfe ausgewaschen werden. Und beim Flimmern kommt es halt dazu, dass die Blutsäule stehen bleibt. Sie wird nicht weggedrückt, die Blutsäule. Und immer wenn die Blutsäule stehen bleibt, dann können sich Gerinnsel bilden. Und diese Gerinnsel gehen dann irgendwann in den Körperkreislauf über die Hauptschlagader ins Gehirn. Und dann ist das die schlimmste Komplikation des Vorhofflimmerns, der Schlaganfall. Und wer kann dieses Vorhofflimmern bekommen? Das kann letztendlich jeder von uns bekommen. Ganz selten Kinder, weniger häufig Erwachsene im Alter zwischen 30 und 50 und sehr häufig die älteren Patienten über 80 Jahre. Da sind es fast bis zu 25% der Patienten. Aber in der Mehrzahl der Fälle beginnt das Ganze so mit dem Alter um die 60 Jahre. Ist das nur eine Frage des Alters oder kann man das auch durch Lebensführung beeinflussen? Das ist eine Frage der Herzerkrankung drumherum. Aha. Habe ich einen Herzklappenfehler, wie zum Beispiel eine Mitralklappenveränderung, entweder eine Verengung oder eine Erweiterung, dann leiert meine Vorhofmuskulatur aus. Ich kann Vorhofflimmern bekommen. Habe ich einen Bluthochdruck, kann ich Vorhofflimmern bekommen. Es gibt aber auch Hormonstörungen, die Vorhofflimmern hervorrufen. Eine Überfunktion der Schilddrüse kann Vorhofflimmern hervorrufen. Und manchmal können wir es auch nicht erklären. Und Stress kann auch eine Rolle spielen? Stress kann auch eine Rolle spielen. Wenn es doch so viele Ursachen gibt und wenn es auch noch eine Frage des Alters ist, wie merke ich denn, dass ich das habe? In der Regel beschreiben die Patienten ein Herzstolpern. Sie beschreiben, dass ihnen das Herz bis zum Hals stünde, sie also keine Luft mehr bekämen. Manchmal wird auch noch Schwindel mit angegeben oder Luftknappheit. Insbesondere bei Belastung. Dass, wenn sie die Stockwerke hochsteigen, was sonst ohne Probleme ging, sie schon nach einem Stockwerk stehen bleiben müssen, weil die Luft knapp geworden ist. Das heißt, ich muss nicht unbedingt merken, dass etwas vom Herzen ausgeht? Nein, nein, das merkt man nicht. Manche Patienten bemerken tatsächlich das Herz stolpern, den unregelmäßigen Puls. Andere Patienten haben dieses Empfinden des Herzens nicht. Kann man denn auch umgekehrt sagen, wenn ich so einen unregelmäßigen, so ein Stolpern merke, so ein Herzstolpern merke, dass das dann nicht unbedingt etwas Schädliches sein muss?
Herzstolpern kann hervorgerufen werden durch Extraschläge des Herzens, die vollkommen ungefährlich sind. Das sind sogenannte Extrasystolen. Die hat jeder von uns, wenn das Herzstolpern dann mit einer hohen Frequenz und extrem unregelmäßig auftritt, dann sollte man schon mal den Verdacht haben, dass es eventuell Vorhofflimmern sein könnte. Und wie diagnostizieren Sie das? Das Einfachste ist das EKG. Der Patient selbst kann es diagnostizieren, indem er seinen Puls fühlt. Ist der Puls unregelmäßig, sollte er zum Arzt gehen, ein EKG schreiben lassen und dort kriegt man dann die Diagnose. Und wie, welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es denn, außer vielleicht tatsächlich die Lebensführung zu ändern? Denn dadurch kann es, glaube ich, auch wieder weggehen. Ne? Vollkommen richtig. Es gibt neueste Daten, die gezeigt haben, dass durch gesunde Lebensführung, gesunde Nahrungsaufnahme, gesunder Lebensstil, Sport, Rauchen vermeiden etc. eine Menge des Vorhofflimmerns verschwindet. Das ist in der Realität schwer umzusetzen. Und was kann gemacht werden beim Vorhofflimmern? Ich kann zum einen probieren, durch Medikamente die Frequenz herunterzubekommen unter 100 Schläge pro Minute und akzeptiere dann aber das Vorhofflimmern. Das ist ein möglicher Weg. Und damit auch die Gerinnsel weiterhin, die Gerinnselbildung? Richtig, genau. Ein anderer Weg wäre, dass ich durch Medikamente versuche, das Herz wieder regelmäßig schlagen zu lassen. Da wissen wir aber, dass das nur mit mäßigem Erfolg durchgeführt werden kann. Die meisten Medikamente sind nicht so sehr in der Lage, über einen längeren Zeitraum einen regelmäßigen Rhythmus aufzubauen und sie haben deutliche Nebenwirkungen, diese Medikamente. Sie können lebensgefährliche Herzrhythmusstörungen hervorrufen, denn primär ist Vorhofflimmern nicht lebensgefährlich. Ein weiterer Therapieweg wäre dann die Behandlung, die invasive Behandlung des Vorhofflimmerns und das wird in erster Linie durchgeführt durch die Kardiologen, durch die Elektrophysiologen mittels einer Katheterverödung dieser falschen Zündkerzen. Ach so, das heißt, da wird so ein Katheter durchgeschoben durch die Vene in der Leiste. Genau. Und dann geht man in den rechten Vorhof hinein, und zwischen dem linken und dem rechten Vorhof befindet sich eine Scheidewand. Und die durchstößt man und dann befindet man sich im linken Vorhof und dann können die Elektrophysiologen dort mit Kathetern die falschen Zündkerzen aufsuchen und sie umzirkeln mit einem Narbengewebe. Und wie machen Sie das? Wie können Sie helfen? Wir können von außen und von innen helfen, chirurgisch. Entweder während einer normalen Herzoperation, zu der der Patient zu uns kommt, ist eine Bypass-Operation oder aber Kloppenoperation. Und wenn er zusätzlich Vorhofflimmern hat, können wir das behandeln. Und wir können das Vorhofflimmern von außen behandeln, indem wir gar nicht die Herzhöhlen eröffnen, indem wir um diese vier Lungenvenen herum, das sind die vier Lungenvenen, da kann man eine Schlinge drumherum legen, da kann man Klammern drumherum legen und dann kann man hier eine Narbe setzen. Das wäre das sogenannte epikardiale Verfahren, also von außen. Und man kann es von innen behandeln, indem wir während der OP die Vorhöfe öffnen und dann von innen Narben setzen. Denn Narben bedeuten für elektrische Impulse immer unüberwindbare Mauern. Wenn Sie eine Narbe um eine falsche Zündkerze herum setzen, kann diese Zündkerze den Impuls nicht über die Narbe nach außen bringen. Das müssen wir nochmal erklären. Also es geht doch darum, diese Fehlzündungen, die von einer ganz anderen Stelle kommen als von diesem, als von Ihrer Zündkerze, dem Sinusknoten, zu beseitigen. Und das machen Sie, indem Sie die Fasern, die diese Fehlleitung erzeugen, orten und abtöten. Das hat man früher gemacht. Ach so. Das hat man ganz am Anfang, um 2000 ist das Verfahren ja in Frankreich von dem Professor Hazaguer erfunden worden, mehr oder minder zufällig. Er ist mit seinem Katheter dort hineingegangen, hat Signale abgetastet und gesehen, dass manche Signale aus den Pulmonalvenen kommen und aus den Pulmonaladern. Das sind diese, also aus den Lungen? Aus den Lungenvenen, genau. Ja. Und dann hat er begonnen, diese falschen Impulse tatsächlich mit einem Stromstoß zu veröden. Aber man muss relativ weit in die Lungenadern hineingehen, um manchmal an diesen Muskelsträngen diese Punkte zu finden. Und das hat zu schwerwiegenden Komplikationen geführt, nämlich Verengung in diesem Bereich oder aber noch schlimmer Verletzungen, dass man in den Ösophagus hineingekommen ist, in die Speiseröhre beim Verbrennen. Das heißt, man ist dann einfach zurückgegangen mit seinem Katheter und hat sich gedacht, ich lasse die Zündkerzen einfach in diesen Lungenadern hier hinten drin und mache von außen eine unüberwindbare Narbenmauer herum. Mhm. Und dann können die hier drin feuern, so häufig wie sie möchten. Hauptsache, diese Impulse werden nicht mehr auf die gesamte Muskulatur des Vorhofs übertragen. Mhm. Und bei Ihnen funktioniert das dann aber nicht mehr über einen Katheter? Nein, das funktioniert dann über einen Stab, einen Kältestab, den wir haben. Wenn wir den Vorhof eröffnet haben, können wir diesen Kältestab unter Sicht um die Lungenadern herum legen und noch andere weitere Linien ziehen mit diesem Kältestab. Wir veröden das Gewebe, indem wir es kühlen auf minus 40 Grad. Ab minus 20 Grad stirbt eine Zelle ab.
dann veröden wir dieses Areal und dann haben wir eine unüberwindbare Narbe geschaffen. Und machen Sie das bei schlagendem Herzen? Das kann man bei das Kälteverfahren machen wir nur am nicht schlagenden Herzen, also bei einer richtigen, wenn ich das so sagen darf, Herzoperation mit Herz-Lungen-Maschine und der Öffnung des Brustkorbes, damit wir von innen unter Sicht am blutleeren Herzen die Narben optimal setzen können. Aber es geht schon auch bei schlagendem Herzen? Es geht auch am schlagenden Herzen. Dann arbeiten Sie aber nicht im Herzen, sondern außen herum. Dann brauchen Sie die Herz-Lungen-Maschine nicht. Das ist aber ein etwas limitiertes Verfahren. Hier können Sie nur den linken Vorhof behandeln. Wir wissen aber, dass Vorhofflimmern, insbesondere 20% Frauen, haben auch Vorhofflimmern im rechten Vorhof. Und das kann ich nur von innen behandeln. Ah, denn ich habe mich schon gefragt, gegenüber der Kathetermethode ist das ja hier ein großes Ding. Also richtig. Mit der Herz-Lungen-Maschine und am Ende habe ich wahrscheinlich auch noch eine Naht, ja, auf dem Brustbein. Und da hätte ich mir dann gesagt, wozu soll ich mir das Große antun, wenn es das Kleine auch tut? Also wo sind die Unterschiede im Effekt? Also die Unterschiede sind zum einen in der Erfolgsrate. Es gibt eine besondere Form, oder es gibt drei Formen des Vorhofflimmerns. Das anfallsartige Vorhofflimmern, das länger bestehende, wir nennen das persistierend, und das lang bestehende, das langanhaltend persistierende. Bei dem paroxysmalen Vorhofflimmern haben die Elektrophysiologen mit dem Katheter hervorragende Ergebnisse. Bei dem persistierenden Verfahren, da gibt es eine nette Veröffentlichung hier aus Hamburg, wurde gezeigt, dass nach einer einzigen Prozedur mittels Katheter bei dem länger anhaltenden Form des Vorhofflimmerns eine Erfolgsrate von 20% erzielt wird. Das ist eigentlich keine Erfolgsrate, das ist gar nichts, wenn man das so sagen darf. Selbst wenn man die Prozeduren auf 3 und 4 und 5 erhöht, wird die Erfolgsrate nicht höher als 45 bis maximal 50%. In der Herzchirurgie hingegen gibt es Daten, und das sind gut belegbare Daten, dass die Erfolgsrate bei dieser schwerwiegenderen Form des Vorhofflimmerns bei ca. 80 bis auch 90% liegen kann und auch liegt. Das ist ein Vorteil, den die Chirurgie hat, also eine höhere Invasivität mit besserem Ergebnis. Und der Chirurg kann das linke Vorhofohr behandeln. Das linke Vorhofohr ist dieses Anhängsel hier links. Der liebe Gott hat das geschaffen, um den Volumenhaushalt des Körpers zu regulieren. Aber in diesem Vorhofohr können sich insbesondere beim Vorhofflimmern Gerinnsel bilden. Die dann ins Hirn wandern könnten. Ne? Genau, ja, die dann einen Schlaganfall hervorrufen. Und der Chirurg kann dieses linke Vorhofohr entfernen. Man kann das entfernen, weil man zwei Vorhofohren hat. Das rechte übernimmt dann die Funktion, die Hormonfunktion des linken. Und Sie können das linke Vorhofohr entfernen und dann ist die Gefahr des Schlaganfalls massiv reduziert. Und dieses Verfahren ist so in der Schnelle und in dem einfachen Verfahren in der Kardiologie nicht möglich. Und wie lange dauert die OP bei Ihnen? Also je nachdem, wenn Sie die Herz-Lungen-Maschine mit hinzunehmen und beide Vorhöfe behandeln, dauert sie ca. 2-2,5 Stunden. Wenn Sie es mit einem kleinen Schnitt über die Seite machen und eine Schlinge von außen am schlagenden Herzen legen, dann dauert es ca. 1,5 Stunden. Und danach, wie lange braucht es dann, bis es mir wieder gut geht? In der Regel brauchen die Patienten schon 2-3 Tage, bis es ihnen wieder richtig gut geht. Einige Patienten können danach noch in die Reha-Behandlung gehen, insbesondere wenn die Herz-Lungen-Maschine eingesetzt wurde. Das hängt aber auch ein bisschen von dem Alter des Patienten ab, von seinem physischen Zustand, wie er in die OP hineingegangen ist. In der Regel muss man sagen, nach einer Woche werden die Patienten aus der Herzchirurgie entlassen. Einige gehen nach Hause und einige gehen nochmal in die Reha-Klinik. Vielen Dank für die spannenden Informationen. Gerne. Und ich hoffe, auch Sie haben sich gut informiert gefühlt und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com/nachtvorlesungen und auf YouTube. Werden Sie gesund!